Ja, danke. So, wir haben eine neue Lieferung bekommen. Heute mal ein Video von zu Hause, nicht von irgendwo unterwegs mit einem Auto, sondern von zu Hause, denn wir haben hier ein ganz spezielles Auto drin, zumindest noch nicht ganz zusammengebaut und noch nicht ganz vollständig, aber die ersten Teile sind hier drin, die anderen kamen schon. Die sind nämlich von Fan Home und wer erkennt die Melodie? Ja, von David Hasselhoff, von Michael Knight, von Knight Rider. Ich war ja auch, oh, das muss ich mal kurz zeigen, bevor wir hier anfangen. Ich war ja auch früher ein unglaublicher Fan von David Hasselhoff und vor allem von Knight Rider. Hier David Hasselhoff und der kleine Stefan, der bin ich, der am glücklichsten schaut zwischen meinen Cousins. Genau, mit David Hasselhoff zusammen. Und jetzt haben wir von Fan Home geschickt bekommen. Fan Home ist die Marke, die diese Autos macht, diese Bastelautos, diese Autos, die man Stück für Stück jeden Monat 4 Einheiten zusammenbauen kann in Einzelteilen und mit nochmal Magazin. Hier steht nochmal drauf, Lieferschein, ja genau, Issue 3654, genau, das sind diese Lieferungen, auch mit Knight Rider oben drin und dann noch mit diesen Einzelbausätzen sowie mit den Magazinen, das kann man hier auch mal kurz zeigen. So sehen dann die Magazine aus. Das ist die Nummer 6, die Nummer 5 und die Nummer 4 und die Nummer 3. Und wenn man jetzt mal in ein so ein Magazin, ich gehe mal hier, nee, komm ruhig, in ein Magazin blättert, dann bekommt man noch ein paar Fakten zu den Autos, zu den Schauspielern, all das, was man halt in der Serie noch sieht und sehen kann und was die Serie noch aufleben lässt. So, jetzt habe ich das erste Mal ausgepackt. Würde ich sagen, nehme ich das zweite auch mal. Da sind nämlich dann die Nummer 1 drin und Nummer die 2, genau. Dann haben wir nämlich 6 Ausgaben hier drin und hier sieht man auch schon, okay, das sind ganz schön schwere Teile, also ordentlich aus Metall und da sieht man, okay, Motorhaube ist hier schon mal am Start. Ich mache mal eins auf, dann sieht man nämlich gleich, was man damit machen kann. Wir haben als Automatik.de natürlich auch noch einen speziellen Code dafür. Also wer sich auf dieses Abenteuer einlassen möchte, mit uns zusammen. Ich denke, wir werden hier auch fleißig bauen und dieses Auto im Maßstab 1:8. Also ungefähr 60 cm Länge dann, schon ordentlich mit coolen Features, auch das Licht vorne und so ist animiert. Im Motor kann man reinschauen, auch ganz schöne Details kann man da sehen bei diesem Fahrzeug. Wer sich also darauf einlassen will und möchte, der kriegt über uns auch einen speziellen Code. Der ist dann auf der Seite auf automativ.de, ganz genauso wie unser täglicher bzw. wöchentlicher oder monatlicher, je nachdem, Baufortschritt. Wenn wir denn hier mit den Teilen weiter versorgt werden können. So, und jetzt haben wir hier nur als ein Beispiel, bevor es jetzt losgeht mit Bauen, haben wir jetzt hier die Motorhaube. Und da sieht man schon, okay, wenn das die Motorhaube ist, auch die ordentlich Gewicht hat, auch ganz schön gemacht. Echt ein schönes, hochwertiges Teil. Dann sieht man auch schon, okay, das Auto, das wird schon ganz schön groß. Und man bekommt dann noch so eine Uhr, die auch David Hasselhoff oder Michael Knight damals hatte und mit Kit gesprochen hat. Hey Kit, ich brauche Hilfe und so. Bekommt man dann auch noch, das heißt, man kann dann mit dem Auto sogar kommunizieren. Ja, und das alles bekommt man bei Fan Home. Und die Links, die dazu notwendig sind, alle Informationen, die es dazu noch gibt, die, wie gesagt, lesen Sie dann auf www.automativ.de und ich hoffe, wir werden uns dann auch danach wiedersehen, wenn wir dieses Auto in Vollständigkeit dann auch mal hier haben und dann vielleicht auch zwischendrin noch sehen wir uns wieder und ansonsten auf automativ.de. Und jetzt baue ich mal und gucke mal, wie weit ich komme. Also war das tatsächlich jetzt nicht so einfach für mich. Ich bin auch kein Bastelprofi, aber das ist die Motorhaube hier. Das erste Bauteil, was man hier fertigstellen muss. Das ging gut und auch die Teile nach wie vor fühlen sich echt wertig an und es passt auch alles.
Bis auf eine kleine Schraube hier, die, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die reinzubekommen. Ansonsten ist alles sehr schön gemacht. Auch das Lufteinlassgitter hier ist aus Aluminium gefräst und gestanzt. Vielleicht sogar Laser, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall macht das schon Spaß. Man braucht nur seine Ruhe dafür. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Teile vor mir. Das wird ganz schön viel. Das Ergebnis davon, das sehen Sie dann auf automativ.de.